Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Mühlau in Reichenbach im Vogtland. Sie wurde 1180 als Herrschaftssitz unter Friedrich I. Barbarossa errichtet. Aber auch die Familie von Metz spielte hier eine große Rolle. Sie unterstützte die Reformation und war befreundet mit Luther. Und diese wunderschönen Räumlichkeiten möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Die Sporenburg wurde wahrscheinlich um 1180 im Zuge der deutschen Ostkolonisation unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa als Herrschaftssitz errichtet. Sie sicherte die vorwiegend von fränkischen Siedlern getragene Erschließung des von Slawen dünn besiedelten Umlandes. Die auf der Burg sitzenden Herren von Millin wurden erstmals 1214 genannt. Sie sind im Zuge der Besiedlung als Reichsdienstmannen in die Gegend gekommen und hier über zwei Jahrhunderte nachzuweisen. Die Burg war zunächst also ein rein militärischer Wehrbau. Der runde Hauptturm oder Bergfried wurde Ende des 12. Jahrhunderts errichtet. Auf dem höchsten Punkt des Burgberges gelegen, kündet er weit ins Land von der Macht seiner adligen Besitzer. Neben Mauerring, Graben und weiteren Steinbauten gehörte er zu den zentralen Wehrbauten der Burg. Eine eindrucksvolle Form dürfte der Turm im 14. Jahrhundert erreicht haben, als er erhöht und mit einem Zinnenkranz und kegelförmiger Haube versehen wurde. Der runde Bergfried mit seinen 3 Meter starken Mauern war nur vom oberen Hof aus über eine Leiter in fast 10 Meter Höhe zugänglich und diente als letzte Zuflucht. Der Rote Turm entstand in den unteren Etagen bereits kurz nach 1200 und war in seiner heutigen, noch sichtbaren Form zu Beginn des 14. Jahrhunderts fertiggestellt. Die Bezeichnung Roter Turm stammt vermutlich aus dem 17. Jahrhundert. Die Größe der Turmzimmer und der heute rekonstruierte Abbotterker ermöglichten eine Nutzung als Wohnturm. Um 1367 gelangte die Burg in den Besitz Karls IV., böhmischer König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Im gleichen Jahr besuchte er die Burg und verlieh der darunterliegenden Stadt Mühlau das Stadtrecht. Karl IV., darauf verweist ein Relief über dem Haupttor, richtete auf der Burg ein königlich-böhmisches Amt ein und begann mit der baulichen Erweiterung der Anlage, die von seinen Söhnen Wenzel IV. Und Sigismund fortgeführt wurden. Zur Höhenburg, auf der ca. 80 Meter langen und 35 Meter breiten Felskuppe, gehört auch ein 10 Meter tiefer Burggraben. Das Löwentor ist das älteste Tor der Burg und war ursprünglich Teil eines Torhauses. Der Zugang zur Burg wird durch 2 Türme geschützt. Über dem Tor befindet sich ein Sandsteinrelief eines Löwen, dem Wappentier der Könige von Böhmen. Teile der Burg wurden 1400 bei einer Fehde zwischen Wenzel IV. Und den vogtländischen Vögten zerstört. Beim Wiederaufbau entstanden 2 mächtige Vorburgen. Der untere Burghof war die sogenannte Vorburg mit den Wirtschaftsgebäuden, Ställe, Scheunen und Werkstätten. Und der obere Burghof war die Kernburg, der herrschaftliche Bereich, wo ein Ministerialer seinen Verwaltungsdienst tat. Der bis heute als Palas bezeichnete Gebäudeteil geht auf einen romanischen Wohnturm zurück. Durch Anbauten, unter anderem die gotische Burgkapelle im 14. Jahrhundert, wurde der Wohnturm ständig erweitert und um 1580 durch einen großen Saal aufgestockt.
Den großen Giebel zieren das Wappen und die Krone Kaiser Wilhelm II. Der Eingang zum Palas im oberen Burghof führt in die neugotische Eingangshalle. Rechts beginnt der Rundweg durch die Ausstellung. Bereits 1212 war die Burg lokales Herrschaftszentrum mit einem Pfarrbezirk. Als Erbauer der Burganlage gelten die Reichsministerialen von Mühlau. Seit 1214 nannten sie sich nach der Burg, lange bevor diese 1323 als Castrum Mühlin erwähnt wurde. Die Burg des 13. Jahrhunderts besaß Mauerring, Bergfried und weitere Steinbauten sowie eine Vorburgsiedlung, Kirche und Wirtschaftshof unter der Burg. Umgeben war sie von Dörfern aus slawischer Siedlungszeit. In Sichtweite zur Burg entwickelte sich das benachbarte Reichenbach zum Mittelpunkt kirchlicher Organisation mit der Pfarrkirche. Seit 2012 stand Mühlau wiederholt unter Lehnsherrschaft der böhmischen Krone, begründet mit der Schenkung Kaiser Friedrichs II. An den Böhmenkönig. Später gehörte es wieder den deutschen Königen. 1323 belehnte Ludwig der Bayer die Vogtslinie Reuß von Plauen mit Mühlau. Mit dem Vogtländischen Krieg ab 1354 gelang es Kaiser Karl IV. Als böhmischem König und Markgraf Friedrich III. Von Meißen, das Land der Vögte schrittweise ihrer Herrschaft unterzuordnen. Auch Mühlau kam so bis 1367 an Karl IV. Als Landesherrn. Schließlich 1422 verpfändete Sigismund Burg Mühlau als Dank für die in den Hussitenkriegen geleisteten Dienste an die Kurfürsten von Sachsen. Die vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammende Kapelle ist einer der wenigen Räume der Burg, über den ältere Schriftquellen berichten. Im Inventar von 1605 wird sie als Weinlager erwähnt. 1642 ließ der Burgherr Bose die Kapelle neu ausmalen. Die Jahreszahl und das Wappen im Schlussstein des Gewölbes belegen diese Bauphase. Die Ausmalung zeigt 8 Engel mit den Leidenswerkzeugen Jesu Christi und verschiedene Blumen. Der Ruf nach Kirchenreformen war schon im späten Mittelalter immer lauter geworden. Bereits ein Jahrhundert vor Luthers berühmten Thesen gegen den Ablasshandel hatten in Böhmen Anhänger von Jan Hus Kirchenreformen durchgesetzt. Im Vogtland, damals unter Einfluss des Königreichs Böhmen, verfolgte man die Geschehnisse sehr aufmerksam. Die böhmischen Reformatoren um Jan Hus vertraten die Ansicht, dass der Papst nichts weiter sei als ein normaler Bischof. Gerade auf diesen Punkt zielte später auch der Angriff Martin Luthers gegen den Handel mit Ablass. Die Visitation, ein Besuch nach bestimmten festgesetzten Regeln, war ein altbekanntes Mittel von kirchlichen Vorgesetzten, um die Ordnung in Klöstern oder Bistümern zu überprüfen. In Kursachsen, zu dem die sächsischen Teile des Vogtlandes gehörten, wurden 1529 und 1533 durch die Kurfürsten Visitationen befohlen. So sollten die kirchlichen Einrichtungen im Sinne der Reformation Luthers überprüft und neu geordnet werden. Josef Levin Metsch, der Herr von Mühlau, gehörte 1533 zu der Kommission, die im Vogtland dieses Amt ausübte.
Er wurde nach dem Tode seines Vaters 1526 alleiniger Herr über Mühlau. Schon seit einiger Zeit hatte er Aufgaben bei der Verwaltung der Herrschaft übernommen. Ab 1526 pflegte der junge Metsch einen Briefwechsel mit Luther. Er liebte Bücher und Drucke und besaß von Luthers Schriften eine der umfangreichsten Sammlungen seiner Zeit. Vor den Gefahren des Schmalkaldischen Krieges ließ er seine Bibliothek nach Wiesenburg an der Zwickauer Mulde bringen. Allerdings, während Burg Mühlau unbeschadet blieb, verbrannte die einzigartige Bibliothek 1547 auf Wiesenburg. Ein halbes Jahrtausend hatte die Burg Mühlau als Herrschaftszentrum für wechselnde sächsische Adelsfamilien fungiert. Ein Wandel brach an, als 1772 ein Bürgerlicher, der Kaufmann Christian Petzold, die Burg erwarb und als Wohn- und Firmensitz nutzte. Der Nutzungswandel war nunmehr Ausdruck einer Zeitenwende. Auch nachfolgende bürgerliche Besitzer nutzten nun die Burg für gewerbliche Zwecke im Zusammenhang mit der im Vogtland florierenden Textilindustrie, was einen dramatischen Verschleiß der baulichen Substanz zur Folge hatte. So entstanden erste Spinnereien im Vogtland. Als Napoleon 1806 die Kontinentalsperre gegen Großbritannien durchsetzte, traf es die Mühlauer Weber besonders hart, dass nämlich mit dieser Maßnahme das englische Garn, der Rohstoff für den Betrieb der Webmanufakturen, nicht mehr verfügbar war. Einer von ihnen, der Webermeister Christian Gotthelf Brückner, ergriff die Initiative und richtete eine der ersten Spinnereien im Vogtland ein. Dazu pachtete er die leerstehende Burg Mühlau und nutzte deren Säle als Produktionsstandort. Die Handspinnmaschinen kaufte er bei der Firma Irmscher in Chemnitz. 1811 entstand eine neue Fabrik am Ufer der Gölsch, aus welcher sich später die größte Spinnerei Sachsens entwickelte. Der Ratssaal im zweiten Obergeschoss des Palas ist der repräsentativste Raum der Burg. Die hohe trapezförmige Holzdecke, die bis ins Dachgeschoss reicht, wurde nach dem Vorbild des Festsaals der Wartburg um 1850 gestaltet. Getragen wird die Deckenkonstruktion von zwei Säulenreihen. Darüber sind Wappen einzelner Burgbesitzer gemalt. Der Blickfang ist ein prunkvoller Kronleuchter, in den wie im gesamten Palas seit 1896 eine elektrische Beleuchtung installiert ist. Hier sieht man das sächsische Majestätswappen in der Fassung von 1889. Eindrucksvollste Raum der Burg ist das sogenannte Metschzimmer, das ehemalige Vereinszimmer des Schlossbauvereins. 1899 malte es der Maler Richard Harnisch aus Reichenbach in romantisch verklärendem Historismus aus.
An den Wänden entstand eine Darstellung von erdachter und belegbarer Geschichte der Burg Mühlau und ihrer Herrschaft sowie der Familie Metzsch. Nach 1960 baute man das Zimmer zu einem schlichten Ausstellungsraum um. Aber schließlich erst ab 1988 ließ eine Restaurierung die historische Gestalt wieder aufleben. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt jetzt viel über die Geschichte dieser wunderschönen Burg erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!